Ein herzliches Servus und Hallo von der Kräuterhexe. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euer Waschmittel selber herstellen könnt. Herkömmliche Waschmittel beinhalten Stoffe, die für uns nicht immer so gesund sind, zum Beispiel Tenside. Tenside dienen dazu, Fett mit Wasser zu verbinden und gehören zu den häufigsten Zusatzstoffen der Reinigungsindustrie. Sie werden auf der Basis von Erdöl hergestellt. Der Abbau schädigt leider die Umwelt. Darüber hinaus findet ihr in den herkömmlichen Produkten Haltbarmacher und Duftstoffe. Diese beinhalten Bestandteile, auf die empfindliche Menschen gereizt reagieren können. Aber mit nur wenigen Handgriffen kann sich jeder sein Waschmittel selber machen. Und hier geht's zum Rezept. Die Zubereitung ist ziemlich einfach und gelingt immer. Ihr benötigt 2 Esslöffel ökologische Kernseife, 2 Esslöffel Waschsoda, einen halben Liter abgekochtes Wasser und eine Flasche. Zum Reiben der Seife habe ich so eine Küchenreibe verwendet. Die Seife reiben. Ein wenig Wasser zu den Seifenflocken hinzugeben und diese gut vermengen. Das Waschsoda hinzufügen und mit dem restlichen Wasser gut vermischen. Sobald sich die Seifenflocken gut aufgelöst haben, in eine Flasche füllen. Pro Waschgang benötigt ihr 55 ml. Dieses Waschmittel eignet sich für Waschtemperaturen von 30 bis 60 Grad gut. Wolle, Kaschmirseide würde ich nicht damit waschen. So, das war's dann wieder für heute. Wie immer könnt ihr das Rezept und die Bezugsquellen unterhalb des Videos nachlesen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Eure Kräuterhexe!